Und da sind wir so mit dem Nordkrieg, wieder natürlich vor was anderes. Lütze Geschichte fällt wieder jetzt in. Und wenn das vor dem Nordkrieg werden hätten, okay, ich schlage mal einen Haufen längs und da seht, ob so ein Schiff das hätte Sirius, da seht ihr den Kapitän. Ich kenne wohl von sehen, so höre ich. Mein Junge, ich komme mal eben her, ich will mal eben was wiesen. Ich sage, was heißt denn? Ja, sage ich, komm mal her, sage ich, dann müsst du die Marken. Kannst du die vorstellen, sage ich, der Ditlock, ein Drehmaschule, der geworden ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich will. Aber Norderhand ist mir oft in den Kopf gegangen, vor allem, wenn ich mal den Großen nehme. Und gegenüber mich einsitzen die und ein bisschen Luthals lachen die, dann dachte ich oft an das Lock mit den Schoner. Ich denke, Bunte, du musst aufhören. Ja. Vielleicht magst du mir noch ein bisschen vertellen in den Krieg. Du hast ja keine deutschen Arbeiter mehr, die werden ja alle noch in den Krieg hin und die müssen die anderen Deutsch hätten. Und da habe ich hier eine Lüge gehabt. Hat die da arbeiten müssen. Ja. Machst du da ein bisschen was von vertellen? Eine Geschichte fällt mir nicht. Der ist auch wunderbar, den du mir auch vertellt hast. Das ist die Ort und Wies, wie die Old Doctor die Gelbsucht kuriert hat. Ja, das müsst ihr vertellen. Ja, wir haben also von England noch eine Theorie, nachdem die Polenfestung zu enden wir, bekämen die Optikele, so fühlt man die da, die Polen. Das werden meist alle Relü. Rechtsanwalt, Zeitungsredakteur, Webermeister, Weber, ganze Reihe Weber, Schuster, Wojtkowski, Groschitzki, Rosalak und so weiter. Kennen Sie alle, wie noch ein bisschen mit Grundfuhr so gesehen? Ja, klar. Und da werden halt Öl, aber erst hat mein Vater gedacht, um Gottes Willen, das geht etwas gefährlich, einfach ein Tigre, ich habe keine Ahnung. Aber noch gehört die als selbst gerufen, dass das hervorragend funktioniert. Die Zeitungsredakteur, das wäre die Innenminister und die Rechtsanwalt Dr. Lader, das wäre die Außenminister. Und so hätte das also sehr gut geklappt. Die Tigelee hat nie so gut lupen, hat dort. Naja, eins und dogs, der hätte Kowalski, das wäre so ein großen, schlanken, rothaarigen Webermeister. Und Wutsch und Lodsch, Jungs hätte das Litzmannstadt. Und der wurde krank. Die legte den sie im Bett da. Naja, da hier ein Utländer wäre, oder ein Zwangsarbeiter wäre, hätte ich mal einen bekannten Vorlauf Kruppkü, yeah, in Anführungsstrichen, dürfen die nicht behandelt werden. Geschweige denn von Arzt. Mhm. Aber dann wäre ich krank, oder meine Schwester wäre krank, und dann käme der einzige Vorlauf, den der dann noch riskieren konnte, wäre Dr. Behrens, die ohne die Behrens, ich würde den Namen gerne nennen. Mhm. Und der käme dann und vorne behandeln die mich, ach, da kriegen wir dann aber noch Kowalski. Und wir sagen, ja, sehe, die hat Gelbsucht. Das kann ganz gefährlich werden. Also, das ist nicht so einfach. Aber es gibt was. Auch das muss so medizinisch richtig ist und stimmt, da wenig nur auch nicht. Jemand müssen die Vater nicht los mit Ratten, noch Jodebuten, Dicks, noch so ein Buhren, den auch noch Schaub haben. Und da wäre so ein Dach wie Föhr, ist so ein ganzes Narren. Da wird ein Leben nicht vergessen. Die Schaub auf dem Röhr, Grippen auf dem Röhr. Dann hätte wieder die Schaublüs aufsöcht. Wir kriegen so ein Marmeladenglas. Ich habe wieder mitgenommen, ich bin dann nicht wieder gut führen. Wir sehen natürlich gut, die Oscar und dann. Und meine Mutter, die wäre immer sehr, naja, loyal, wie man sagt. Und die hätte dann Kowalski, denn ja, die Schuld, denn die Schaublüs ingehen. Dr. Behrens, die meine, ja, sagt, die Schaublüs müssen da leben drin. Leben drin? Leben drin. Ich habe mich mal erkundigt, dann ist wohl was da, man hätte früher sogar die Spitzen mit Schaublüs, Schaublüs produziert, verdorben, wer da was anderes macht. Aber Leben Schaublüs mit old Rezept wahrscheinlich. Ja. Und jedenfalls, meine Mutter einen roten Löffel und dann wird ein Gelee unten drin, Lütchen Löffel voll Lüs, der Bob ab und dann Gelee Bob ab und dann so, Herr Kowalski. Herr Kowalski. Herr Kowalski, ja, 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 das kommt sowieso immer. Das wäre ja immer so, nicht? Das sind anständige Leute, sie sind katholisch und glauben an Gott, sagt meine Mutter, ne? Und dann so, Herr Kowalski. Nein, 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 weil sie niemand nicht sehen, niemand nicht sehen. Also, nein, also nicht. Herr Kowalski, Sie sind verheiratet, Sie haben Kinder. Sie müssen lebendig nach Hause, also bitte. Ja, was bleibt, wenn man aus Euro? Kopf in Hand, Lüsterin. Jeden Morgen, jeden Mittag, jeden Abend, so lange, bis Sie weg werden. Ich finde an der Lord und Herr Kowalski gesund.
Austro-Ungarn, ähnlich immer so, wenn irgendjemand von Haar und von den Polen, mein Vater, wir sind 2 Jahre, 1998, mit 20, in englischen Kriegsgefangenschaften in Frankreich. Und sein Motto war immer, das sind vernünftige Leute, mit Leben oder Haus. Und nicht wieder dumm, also wir ganz anders, woanders wird ganz anders. Wo kann man stellen wir uns? Stellen wir die nächste Frage. Ja, wir haben da wohl alles verstanden, was ich sagen will. Und das ist schön, dass wir solche Geschichten und die dunkle Titel hören können. Ja, so ist. Und dass er das auch in Vorteil gegeben hat, dass man Doktor so mutig fest ist, den Analy, die von der anderen Land kämen, von den Feinden kämen, dass die dem helfen wollen. Ja. Und dass er auch Dorn hat. So ist. Und das ist das, was uns all von Dorn noch begeistert, dann muss man sich werden. Rudolf, an sich, ich konnte ja den ganzen Tag tocher nicht. Ich hört ja nicht ab von Söhnen, nicht? Wir müssen ja mal sehen, dann würde man da hinwollen. Aber für das Erste, vielen Dank, Rudolf. Vielen Dank. Vielen Dank.